Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dieses kurze Video anschauen wollt und ich grüße jeden und zeige euch, wie einfach ich aus einem Weißkohl einen Krautsalat mache. Und zwar habe ich den halt zuerst halbiert, dann geviertelt und dann in kleinere Stücke geschnitten. Und den Strunk, den habe ich natürlich entfernt, die äußeren Blätter ja auch, die halt nicht sauber waren. Und mit diesem Gerät mache ich halt die Hobelarbeit, weil es mit dem Messer halt nicht so schnell geht bei mir. Und so kommt mein Krautsalat ganz schön dünn, wie ich ihn haben will. Und da brauche ich jetzt nicht unbedingt die anderen Geräte. Ich habe ja auch elektrische, aber mit diesem einfachen handlichen Gerät kann ich das machen, denn ich will auch Bratkartoffeln machen. Die mache ich dann auch mit diesem Gerät. Ihr könnt mal schauen, da habe ich dieses Gerät mal gezeigt, obwohl es keine Werbung, also das habe ich selber bezahlt alles, aber ich finde es gut und deswegen empfehle ich es, weil es ja nicht teuer ist. Ja, schaut euch das Video an, da habe ich Kartoffelgratin gemacht und da beschreibe ich es, da zeige ich es ganz genau. So, heute geht's, soll es schnell gehen. Ich hobel jetzt einen Weißkohl, dann salze ich ihn gut ein mit Salz und ein bisschen Zucker und vermenge das sehr, sehr gut mit der Hand. Und dann lasse ich es stehen 2 Stunden, denn bei mir ist es jetzt gleich 2 Uhr und nach 4, halber 5 kommen bei mir heute die Enkelkinderchen. Und dann gibt es Bratkartoffeln, Spiegelei und halt diesen leckeren Krautsalat. Viel Spaß beim Anschauen! So werde ich jetzt den ganzen Krautkopf fein hobeln, so wie ich euch hier gezeigt habe. Das geht schnell, nur weil ich hier ja mein Handy mit dem Stativ habe, kann ich mich halt nicht so leicht bewegen, wie wenn das nicht hier stehen würde. Ja, und wenn das geschehen ist, dann zeige ich euch weiter. Heute brauche ich nur den halben Krautkopf, etwas mehr wie der halbe. Und den Rest gebe ich so in der Tüte ins untere Gemüsefach und kann dann morgen nochmal einen Salat davon machen, weil der Krautkopf, dieser Weißkohl war groß. Und nun werde ich mit dem Bürstchen mir das alles einfach wegwischen, weil ich ja das Gerät nicht sauber machen muss, nicht putzen muss, weil ich ja die Kartoffeln für die Bratkartoffeln gleich auch hobel. Aber zuerst muss ich mir diesen Krautsalat etwas einsalzen und eine gute Prise Zucker und das dann einfach stehen lassen, damit das dann weicher wird.
Ihr habt gesehen, ich habe 3 Teelöffel Salz hineingegeben und ein bisschen Kräutersalz und 2 Teelöffel Zucker und habe das richtig mit beiden Händen sehr gut gedrückt. Dann sieht man, dann lässt es sich auch schon Wasser und glänzt und das gehobelte Kraut fällt so in sich zusammen. Jetzt, wenn es hier steht, ich tue noch einen Silikondeckel einfach oben drauf und lasse es stehen, bis ich mir die Kartoffeln fertig vorbereite. Und nachher bewege ich das noch einmal mit beiden Händen gut und lasse es stehen und kann dann meine Vinaigrette, was ich da drauf mache, da gehört jetzt bei mir nur Essig. Da gebe ich so 3 verschiedene Sorten, die ich habe. Ein bisschen selber gemachtes Maggi gebe ich auch dazu. Vielleicht noch ein bisschen Essig. Das Salzwasser, was sich hier unten sammelt, das schütte ich weg. Denn es sammelt sich, während das steht unten. Und dann schmecke ich es noch ab mit Pfeffer und mit einem guten Öl. Öl kann jeder wählen, was er möchte. Und vermenge es und fertig ist mein Salat. Und der schmeckt immer meinem großen Sohn eigentlich. Ob die Kinder jetzt viel davon essen, die Jüngeren, die Dritt-, Zweitklässler, das weiß ich nicht. Das werde ich sehen. Wenn nicht, dann kriegen die einen Gurkensalat dazu. Kein Problem. Deswegen bin ich auch vorsichtig und mache nur den halben Krautkopf, da ich nicht weiß, wie gut die Kinder von dem essen werden. Ich weiß es nicht, aber der schmeckt immer lecker. Einfach und lecker. Ich habe jetzt das Kraut auf 1 gehobelt. Jetzt hier habe ich 2, aber ich denke, ich mache 1,5. Das ist dann nicht ganz so dick. Jetzt zu dick ist es ja auch nicht, aber das wäre jetzt ideal für Kartoffelgratin, aber für dies ist es ein bisschen dick. Ich probiere dann immer bei der ersten. Und wenn die Kartoffel mal ganz dick sein sollte, dass sie nicht da reinpassen sollte, dann braucht man ein kleines Messerle und muss sie durchschneiden. Ja, ich wollte euch nur zeigen, dass ich auch die Kartoffeln mit diesem Gerät mache. Und so 1,5 gefallen mir die Scheiben und ich mache heute in der großen Elektropfanne, die ist 40 cm weit, da kann ich ganz schöne Bratkartoffeln machen. Und die hobel ich jetzt alle, geschält sind sie ja schon und standen kurze Zeit jetzt im kalten Wasser, damit sie nicht dunkel werden. Ja. Ich wollte euch nur zeigen, dass man echt vieles mit diesem Gerätchen auch ohne Strom machen kann. Und teuer ist so etwas nicht. Ich habe mir es gekauft und ich liebe es. Man muss sich einfach nur auseinandersetzen damit. Ja, und in den Krautsalat werde ich heute kein Kümmel hineingeben, denn das wollen meine Kinder wirklich nicht. Ich liebe aber Kümmel und es ist ja auch gesund für die Verdauung. Das ist dann jedem überlassen, wie er seinen Krautsalat anmacht. Und nun mache ich hier weiter und das zeige ich euch natürlich nicht. Ich wollte euch ja nur zeigen, wie ich auf die schnelle Krautsalat mache. So, in der Zwischenzeit habe ich noch einmal das Kraut mit den Händen durchgedrückt und bin mit den Kartoffeln fertig. Ihr seht, da sind große Mengen, da sollen 7 bis 10 Leute, je nachdem, 7 sind wir sicher. Ich weiß nicht, ob 4 zu 10 sind. Das muss auf jeden Fall reichen und ich mache die heute aus rohen Kartoffeln. Man kann die auch aus gekochten Kartoffeln machen. Aber
Für mich ist es so, der einfachere Weg, und in der Riesenpfanne wird das auch ungefähr eine gute Stunde brauchen, auch wenn die Pfanne noch so groß ist. Vielleicht geht es mir nicht einmal in die eine Pfanne rein. Ich schätze, dass ich noch eine zweite Pfanne hinstellen muss. So brutzeln die Bratkartoffeln bei mir hier draußen. Noch besser ist so eine Eisenpfanne und auf einem Gas, ja, Kocher, wenn man so große Flamme hat, dann werden die Bratkartoffeln am allerbesten in einer Eisenpfanne. Dieses Gerät kann man sehr leicht sauber machen mit einem Pinsel, unter fließendem Wasser abtrocknen, fertig und zusammenklappen. Es nimmt wenig Platz in der Küche ein. Ich zeige es nur, falls jemand Interesse hat, dann müsst ihr auf meinem Kanal, auf dem Video Kartoffelgratin, da müsst ihr dann anklicken. Ich verlinke es auch, dann könnt ihr es genauer sehen. Und nun komme ich zu meiner Anmache, zu meinem Dressing oder Vinaigrette, wie auch immer man es nennen mag. Und das mache ich jetzt heute ganz einfach. Ich zeige euch gleich. Ich gucke nur raus, wie die Bratkartoffeln. Ja, da muss ich noch nicht raus. Ich gebe jetzt einfach einen guten Teelöffel Honig mit hinein. Der ist auch frisch geschleudert von meinem Vater. Der hat nämlich Bienen, ist bald 90 und macht noch seine Imkerei, natürlich mit Hilfe von anderen noch beim Schleudern. So, das gibt immer ein sehr feines Aroma. Wer das nicht hat, der kann ein bisschen Ahornsirup geben oder einfach Puderzucker. Ja, denn der andere Haushaltszucker, der wäre jetzt ein bisschen zu grob. Dann gebe ich ein wenig Kräutersalz. Egal welches, ihr könnt auch das nehmen, was euch gerne schmeckt, mit Bärlauchkräutersalz oder wie auch immer. Ich lasse es heute ganz einfach. Apfelessig und so einen hellen Balsamico Bianco, und Apfelessig, ja, gebe ich jetzt 2 Esslöffel für die Menge. Das braucht es schon. Und noch hellen 1 Esslöffel, und dann gebe ich auch mindestens so viel Öl, am besten noch ein bisschen mehr Öl wie Essig. So, dann habe ich hier Süße, etwas Salz noch, obwohl das ist ja schon gesalzen, und dann ein gutes Öl. Zusätzlich gebe ich von meinem selbstgemachten Maggi, wirklich Maggi aus dem Garten. Da gibt es ja das Video auf meinem Kanal, wie ich es hergestellt habe. Könnt ihr auch nachmachen. Dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber nächstes Jahr, wenn ihr Liebstöckel im Garten habt, dann fülle ich mir es in Flaschen, und immer in diese Flasche, das ist eine Flasche vom Essig, da fülle ich mir es dann aus den anderen Fläschchen, weil ich hier es sehr gut dosieren kann. Und hier weiß ich, dass ich wirklich Maggi drinnen habe. Und diese Flasche bewahre ich dann immer im Kühlschrank auf. Und das schmeckt einfach lecker. Da brauche ich jetzt noch einiges an Öl. Nehmt ein gutes Öl, entweder ein kaltgepresstes gutes Rapsöl oder ein hochwertiges Sonnenblumenöl oder ein gutes Olivenöl, wo nicht so bitter schmeckt, sondern es gibt ja wirklich auch sehr, sehr leckere Olivenöle, wo man nicht mal merkt, dass Olive ist und sehr gesund ist. So, das Ganze werde ich dann drüber schütten und gut vermengen, und dann kann es weiterziehen, bis dann die Kinder kommen und die Bratkartoffeln fertig sind. Na, jetzt habe ich den Schneebesen nicht einmal benutzt. Ja, das ist halt Helga, ja. Aber für dieses bisschen brauche ich jetzt auch nicht mehr schmutzig machen. Das wäre alles.
Wenn es gut durchgemengt, vermengt ist, dann probiere ich immer noch, ob es noch etwas braucht oder nicht. Denn nachwürzen kann man immer, aber man muss es schon einigermaßen ordentlich würzen. Für mich braucht es nur guten Appetit. Der Salat ist jetzt noch ein klein bisschen knackig, aber jetzt von dem Essig und Öl wird er noch ein klein wenig weicher und kann ja ruhig stehen. Diesen kann man auch im Voraus machen. Bei mir muss er jetzt auch noch über eine halbe Stunde stehen. Und man sieht, wie er zusammenfällt. Aus einer großen Schüssel hat man da nur die Hälfte, gell? Ja, an dieser Stelle könnte man jetzt auch ein bisschen Kümmel verstreuen, aber das mache ich jetzt nicht, weil die Kinder mir es sonst nicht essen oder nicht mal probieren. Und deswegen belasse ich es auch bei dieser Einfachheit. Ja, ich danke euch auch heute fürs Zuschauen und wünsche demjenigen, der diesen Salat mal nachmacht, gutes Gelingen dabei. Würzen muss jeder nach seinem Geschmack und ich wollte euch jetzt nur zeigen, wie man es auch leichter hobeln kann. Natürlich, wenn man kleine Mengen macht, kann man auch von Hand mit dem Messer das Kraut schön fein schneiden. Danke und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, eure Helga. Und so lecker knusprig werden sie.